Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem Infovideo für diesen Kanal Fighting Joe. Für den Monat Februar. Ich zeige währenddessen eine interessante Ansicht einer Schlacht, die bestimmt nicht mehr hochgeladen wird als eigentliche Schlacht. Darum hatte ich mir gedacht, zeige ich sie mal zwischen mir und Volran. Mit vielen Elefanten, reines Fangefecht. Ja, erstmal Rückblick auf den Monat Januar. Wenn ihr im Monat Januar irgendwie nicht das gekriegt habt, was ich A versprochen habe oder was ihr B euch erhofft hattet vom Monat Januar, dann geht es euch genauso wie mir. Das hatte einfach private Gründe. Ich habe irgendwie diesen Monat, der ist halt passiert. Und die meisten Pläne, die ich hatte, sind halt nach hinten losgegangen. Das ist zum Beispiel auch mit Mercia. Da habe ich 14 Parts am Stück aufgenommen. Die versucht hochzuladen, hat mich YouTube noch ein bisschen getrollt und dann, ja, war's das, ne? Da wollte ich eigentlich weiter aufladen, habe ich nicht geschafft. Von dem her, ja, ist etwas ungünstig. Mit den Warhammer-Info-Videos sieht das dann ganz genauso aus, wenn ich nicht mal dazu komme, so relativ arbeitsunintensive Sachen wie Mercia hochzudrücken, dann ist klar, dass ich auch Warhammer-Info-Videos nicht schaffe. Außerdem hat mir einfach das Wühlen in den News zu Warhammer richtig schön die Laune verdorben. Also da mache ich auf jeden Fall, und dieses Mal ist das kein Scherz, auf jeden Fall mal ein Video dazu. Das Problem ist, ich wollte letztes Mal eins machen, das ist sehr rantig geworden. Und ich habe mir da gedacht, nein, du gibst denen jetzt nochmal eine Chance. Viele von den Infos, die damals draußen waren oder als ja, sagen wir mal, Infos verkauft wurden, waren da auch noch nicht so wirklich gesichert, sondern eher so Gerüchte, und da haben sie jetzt sehr viel zu gemacht. Da haben auch schon andere YouTuber was zu gemacht, nicht unbedingt im deutschen Bereich, aber wer zum Beispiel Arch Warhammer kennt, der braucht sich meine Videos nicht wirklich anschauen. Nein, also ich bringe natürlich auch eigenen Input. Ich werde deshalb eher so ein Video machen, so was wissen wir bisher, und das ein bisschen auswerten, was uns CA da bisher auftischt. Mein Problem ist, das kann ich gleich schon mal vorweg spoilern, ich bin echt dehyped, also richtig krass. Das ist so ein bisschen das Problem, weshalb diese Serie halt nicht geklappt hat. Und Mark of Chaos, da hatte ich gedacht, also da hatte ich ja gesagt, ja, technische Probleme, die sind jetzt behoben, ja, Pustekuchen, die waren nicht behoben. Wenn mir da irgendjemand also das Problem ist, ich kann das Spiel nicht starten, und er labert irgendwas von Administratorrechten. Es kann sein, dass es an Windows 7 liegt. Da muss ich nochmal schauen, wenn da irgendjemand hier auch vielleicht von den Abonnenten eine Idee hat, der bisschen mehr Ahnung von Technik hat als ich, was quasi jeder sein sollte, oder von PCs und so, gerne mal Bescheid sagen, wenn ihr da irgendwie Ahnung habt oder wisst, was das Problem ist oder Problem sein könnte. Es passt nicht, das Ding mit Administratorrechten zu starten. Das ja, das kann ich tun, aber das ändert nichts. Und ja, das ist halt mit Mark of Chaos so ein bisschen das Problem. Ja, ansonsten, wie gesagt, habe ich ein bisschen AOC-Multiplayer auch noch liegen. Das zweite Total War HQ-Turnier ist ja jetzt angelaufen. Das wird auf jeden Fall weiterlaufen. Das wird auch locker den Februar füllen, was Multiplayer-Content angeht. Also easy peasy. Vielleicht sogar mehr als den Februar, das weiß ich nicht genau. Der Mercia Singleplayer wird auf jeden Fall weitergehen, etwas sporadisch auf jeden Fall. Und das sind ja erstmal die beiden Projekte, die wirklich laufen. AOC Multiplayer wird, wie gesagt, auch ein bisschen kommen, aber die Videos werde ich erst hochladen, wenn das zweite Total War HQ-Turnier größtenteils vorbei ist. Ich habe ja zwei Schlachten hochgeladen, aber das wird erstmal soweit sein, und dann gucken wir weiter, was wir ja in AOC-Multiplayer so ein bisschen ausgraben können. Andere Projekte möchte ich jetzt erstmal nicht groß ankündigen. Ein Projekt, das ich allerdings ankündigen möchte, ist ist für den ROM 2 Multiplayer doch noch. Und zwar spiele ich seit einigen Monaten inzwischen in einer Hotseat mit zu ROM 2, also
Hot Seats gibt es ja eigentlich nur in Medieval. Wir haben da so ein bisschen Marke Eigenbau uns was zusammengebaut. Da gibt es ein paar Schlachten aus einem längst vergangenen Krieg, also in der Hot Seat längst vergangen, die ich jetzt mal vorstellen möchte. Das werde ich auf jeden Fall die Tage machen. Das ist so ein bisschen mein Projekt, um mich von der Klausurenphase, die für mich gerade am Laufen ist, abzulenken, da ein bisschen erzählerisch was reinzumachen. Wäre schön, wenn ihr euch das anschauen würdet und mir ein bisschen Feedback geben könntet. Ja, Torber, dreimal darfst du raten, wie euch das gefällt mit den, mit dem, wie ich das aufziehe. Das wird so ein kleines Nebenprojekt sein, da ich da weiter mitspiele, können da vielleicht auch noch mehr Schlachten kommen über die Zeit, aber das ist erstmal so dieser eine Konflikt, der inzwischen auch abgeschlossen ist, den ich da präsentieren möchte. Und dann werde ich wahrscheinlich, ja, jetzt ist hier das Gefecht sogar schon vorbei. So lange habe ich geredet, so lange habe ich geredet. Da werde ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen gucken. Weitere Projekte, die kommen werden, sind übrigens bisher noch nicht wirklich in der Planung. Also Multiplayer, AOC, Arena habe ich in letzter Zeit wenig gespielt, aber da kann auch immer mal wieder was kommen. Da müsst ihr euch einfach mal ein bisschen, ja, ein bisschen flexibel halten. Ich werde aber wahrscheinlich, und ich werde das erstmal so machen, dass ich ein Video pro Woche da hochladen werde. Wahrscheinlich am Freitag, einfach weil Freitag eh ein relativ viewer-schwacher Tag ist. Wenn ich da kein Main-Video hochlade, das ist okay. So ein bisschen Real-Time-Strategy-Ecke einfügen, wo ich Spiele, die ich halt ansonsten noch so gerne spiele, also Age of Empires 2 vor allen Dingen, die HD-Edition und vielleicht ein bisschen StarCraft 2 Legacy of the Void, was ich immer wieder angefasst habe. Aber wirklich nur so, so rein unterhaltsam, einfach nur damit ich, ja, also ich spiele das Spiel, ich produziere gerne Content, ich weiß auch gar nicht, warum ich das tue, aber ich tue es halt, und einfach, um da ein bisschen was zu haben. Das ist halt wirklich unterhaltsam. Das soll ja jetzt irgendwie kein Expert-Cast sein, so wie hier in Total War, wo ich echt Ahnung von dem Spiel habe. Das soll auch einfach mal so ein bisschen Fun sein. Da machen wir vielleicht auch Live-Sachen oder so. Mal schauen. Ja, und dann ist ja auch irgendwann demnächst Warhammer-Release. Ich werde wahrscheinlich Mitte des Monats, am 18. habe ich meine letzte Klausur. Das heißt, danach habe ich ein bisschen Freizeit, dann sind zwar Hausarbeiten, aber das ist okay. Ich werde wahrscheinlich Mitte, Ende des Monats so einen neuen Kreativitätsschub kriegen. Was auf jeden Fall geplant sein wird, ist, dass ich bis dahin Mercia irgendwie abschließe. Also zumindest das Let's Play-Projekt. Und dass wir dann eine weitere AOC-Kampagne starten. Entweder die Dänen, das wäre eine meiner Wunschfraktionen, die ich noch gerne spielen möchte. Oder vielleicht Asturien. Aber ich glaube erstmal die Dänen. Wenn ihr euch aber da eine andere Fraktion wünscht, könnt ihr die gerne irgendwie äußern. So nach dem Motto, hey, ich will aber, dass du, keine Ahnung. Es ist ja nicht mehr so viel übrig. Karl den Großen möchte ich zum Beispiel nicht so gern spielen. Und Cordoba gibt es so viele Let's Plays zu. Nicht zuletzt beim guten Master Bean, bei dem ihr gerne mal vorbeischauen könnt. Ein sehr, sehr guter YouTuber. Und ja, ich glaube, das war's. Es ist mal wieder. Ich habe mir hier sogar so einen Text geschrieben, so ja, also einen Text, was heißt, ein paar Notizen gemacht, so das möchte ich sagen, das möchte ich sagen, das möchte ich sagen. Und trotzdem ist es irgendwie wieder so eine übliche Ansage meinerseits. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Im Hintergrund haben sich die Elefanten gegenseitig auf die Fresse gegeben. Und wir sehen uns demnächst hoffentlich auf dem Schlachtfeld. Bis dahin wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuschauen. Euer Fighting Joe. Tschüss.